gibt echt sehr viele Arten, sich mit einem Surfbrett in die Fluten zu schmeißen. Kitesurfen, Windsurfen, Wellenreiten, Stand-Up-Paddeln. Aber wusstet ihr, dass die Sportart schon über 4000 Jahre alt ist? Schon die alten Polyneser sind nämlich mit Surfbrettern von Insel zu Insel gesurft. Der Weltrekord, by the way, für den längsten Ritt auf einer Welle wurde 2011 von Gary Saavedra geknackt. Der war ganze 3 Stunden 55 Minuten auf dem Board. Und Schauspielerin Cameron Diaz, die ist offensichtlich auch ein richtiger Surfer. Die hat sich nur schon viermal die Nase gebrochen. Der Weltrekord für die am meisten auf einem Auto gestapelten Surfbretter liegt bei 282 Stück und das Auto fuhr sogar noch 30 Meter damit. Die gefährlichsten Wellen, by the way, findet ihr in Kalifornien in der Half Moon Bay. Die heißen Mavericks und werden bis zu 25 Meter hoch. Nichts für Anfänger, nur für Profis und selbst für die ist es lebensgefährlich.